herzlich willkommen. Schauen wir mal, was sich beim deutschen Leitindex tut im DAX-Check mit Thomas Bergmann. Hallo. Hallo, Michael. Gestern haben wir wieder verloren. 0,4% ging es abwärts. Es war so ein bisschen die Handelsstreitigkeiten wieder mal, das Thema USA-China. Da gab es zu unserer Handelszeit quasi noch so ein bisschen negative Einflüsse, weil Trump getwittert hat. Dann hat aber sich jemand anders wieder zu Wort gemeldet, der wieder positiv sich geäußert hat. Also es, ja, unterm Strich ging es hin und her. Die Amerikaner haben deswegen aber positiv geschlossen. Vorgaben waren also gar nicht so schlecht, auch aus Asien, genau. Jetzt sind wir, gut, nahezu unverändert, ein bisschen höher gestartet, gefallen. Jetzt pendeln wir uns um die Nulllinie ein. Also was machst du aus der Situation? Naja, jetzt haben wir ja immerhin schon mal Mittwoch, also das Wochenende naht. Und das heißt, es ist 72 Stunden, dann wissen wir hoffentlich mehr. Und entsprechend wird sich der Markt wahrscheinlich in dieser Range, ich sag mal, wir waren bei 11,2 noch was im Tief und auf der Oberseite im Bereich 11,4. Und in dem Bereich wird es wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage so laufen. Und so sehen wir es ja auch gerade. 11,320 bewegen wir uns im Moment. Wir schauen uns die übergeordnete Situation an. Ja, der ganz kurzfristige Abwärtstrend war ja gebrochen. Genau, also der ist jetzt auch gebrochen, weil der fällt so mit 27 Punkten am Tag. Also der hier. Also von daher, der geht natürlich jetzt rapide nach unten. Also von daher ist es auch jetzt keine große Kunst hier, sich darüber zu behaupten. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt ja auch keinen Kaufdruck, nur weil wir da raus sind. Also letztendlich werden wir, wie gesagt, uns jetzt bis zum Wochenende, denke ich mal, so dahin hangeln. Steht auch jetzt nichts Großes auf der Agenda, was FED oder EZB betrifft. Da ist auch das meiste jetzt erstmal gesagt. Wir schauen jetzt auf den Handelsstreit. Italien gab es ein bisschen Versöhnung, versöhnlichere Worte. Also das ist im Moment der Fokus der Anleger. Man wartet hier bestimmt ab und es wird auch keiner jetzt groß ins Risiko gehen vor dem Wochenende. Mancher wird darauf spekulieren, dass es vielleicht positiv wird. Andere wiederum, dass es vielleicht eskaliert. Von daher denke ich mal, aber das Gros der Anleger wird sich nicht groß aus dem Fenster lehnen, nee, wahrscheinlich. Wir schauen mal aufs Produkt, das wir auch gleich eingeblendet sehen, das weiterhin aktiv ist. Stopp haben wir gestern, hast du erzählt, hast du nachgezogen 9,15, auf Einstand. Ja, sollte. Die 3 Cent habe ich hier mal verpasst. Nee, 10,22, also noch komfortabel im Plus. Die 9,15 waren ja im Bereich 11.200 Zähler. Da sind wir aber doch ein Stück weit entfernt. Sollte sich was ändern, dann geben wir das ohnehin per Mail bekannt. Gut, dann ein letzter Blick auf den DAX. Ja, da tut sich wenig, 0,1% das Plus. Dankeschön für heute. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.